Der Filmfuchs präsentiert. Jagen in der Mongolei. Auf Abenteuerreise mit Westfalia Jagdreisen. Auf den Spuren von Amon Amon. Egal, ob Sie Ihre Reise ins Altai-Gebirge oder in die Wüste Gobi planen, oder darf es vielleicht sogar eine Landung mit einer Propellermaschine mitten im Nirgendwo des Hangai-Gebirges sein? Mit Josef und seinem innovativen Team ist all das möglich. Mit der perfekten Organisation lässt Westfalia Jagdreisen auch Ihre Traumjagd in Erfüllung gehen. Begleiten Sie nun mit uns den bereits legendären Amon Amon auf der Fährte von Argali und Steinbock quer durch die Mongolei. Unsere Reise beginnt im Altai-Gebirge mit der Jagd auf das größte und schwerste Wildschaf der Welt, dem Altai-Argali oder auch bekannt als Ovis Amon Amon. Aufgrund des hervorragenden Wildmanagements in der Mongolei gibt es nicht nur einen guten Bestand von Argali, sondern auch riesige ausgewogene Rudel von Steinböcken. Mit Josef und seinen Partnern vor Ort ist eben nicht nur die Quantität, sondern auch die Trophäenqualität garantiert. Egal wo in der Mongolei, Josef ist überall gerne gesehen. Die Begrüßung fällt auch im Hangai-Gebirge herzlich aus. Hi. Gegen Ende unserer Jagd führt Josef den Record-Breaking-Hunter in die Wüste Gobi, auf den kleinsten Steinbock der Welt, den Gobi-Steinbock, sowie auf das seltene Gobi-Argali. Mit ihrem hervorragend gemanagten Argali- und Steinbockbestand und besonders gut organisierten Jagden auf Altai, Hangai und Gobi-Argali gilt die Mongolei seit vielen Jahrzehnten als eines der besten Jagdländer für Argali und Steinbock. Erleben und genießen Sie nun ein von Westfalia Jagdreisen organisiertes Abenteuer. Bestehend aus weiten Steppenlandschaften, Hochgebirgen und Wüstenlandschaften ist die Mongolei der am dünnsten besiedelste Staat der Welt. Im Winter liegen die durchschnittlichen Tagestemperaturen bei minus 25 Grad und im Sommer bei plus 20 Grad. Unsere Propellermaschine ist startbereit und die Reise kann beginnen. Ich habe gesagt, wir haben viel Gepäck. Bitte komm mit zwei oder drei. Die Mongolei wirkt eine besondere Anziehungskraft auf uns Jäger aus. In faszinierenden Weiten und beinahe menschenleeren Landschaften besteht die Möglichkeit, auf verschiedene Argali- und Steinbockarten weitwerken zu können. Erleben Sie nun eines der dünn besiedelsten Länder unserer Erde mit seinen faszinierenden Wildarten. Thank you.
Auf unserem Weg ins Altalgebirge gibt es noch eine wohlschmeckende Stärkung, bei der Josef noch einmal den Ablauf der Jagd mit uns durchbespricht. Nach dem obligatorischen Einschießen der Waffen verlassen wir früh morgens in der Regel mit einem Geländewagen das Jagdcamp. Sobald der gesuchte Argali oder Steinbock ausgemacht wurde, heißt es dann nur noch auskundschaften, pirschen, klettern und zum richtigen Zeitpunkt eine ruhige Hand bewahren. Für solch eine Reise ist es übrigens ratsam, sich vor Antritt der Jagd sowohl über das richtige Ansprechen des Wildes zu erkundigen, als auch einige Probeschüsse auf mindestens 300 Meter zu absolvieren. Mit den perfekt eingeschossenen Waffen kann die Jagd nun losgehen. Als erwähnt, hat die Mongolei als Jagdland vieles zu bieten. Bei unserer ersten Pirsch weitwerken wir in den luftigen Höhen der Altai-Gebirgszüge auf das Altai-Argali. Je nachdem, welches Wildschaf Sie bejagen wollen, wird unser Veranstalter vor Ort die nötigen Vorbereitungen treffen, um auch Ihnen ein unvergessliches Jagderlebnis im Land Chinggis Khans zu ermöglichen. Diese Jagd findet auf ca. 2750 bis 3050 Meter über dem Meeresspiegel statt und ist selbst für erfahrene Gebirgsjäger eine mit Spannung gefüllte Herausforderung. Laut Funkspruch erhalten wir bei der nächsten Kuppe nicht nur bessere Übersicht, sondern wir werden auch die ersten Argali in Anblick bekommen. Und so ist es auch. Amon Amon geht umgehend in Schussposition und hofft auf seine Chance. Die Freude ist groß, als unser Jäger das schwerste und größte Wildschaf der Welt auf die Decke bringt. Das Altai Argali ist mit Abstand die größte Unterart dieser faszinierenden Wildschafe. Die imposante Trophäe dieses schwer zu bejagenden Argali ist mit einer Hornlänge ab 50 Inch oder 127 cm unübertroffen die größte Argali-Trophäe. Der Basisumfang kann bis zu 20 Inch betragen, das sind 50 cm. Für uns Jäger ist es sehr beeindruckend, welche massige Schnecken und welch immenses Gewicht diese Wildschafe auf ihren Häuptern tragen müssen. Wir saugen die Atmosphäre in diesen atemberaubenden Gebirgszügen regelrecht auf
und halten die Erinnerung fest, bevor unsere nächste Jagd auf den Altai-Steinbock beginnt. Ein starkes Rudel, bestehend aus knapp 100 Steinböcken, zieht leider weit außerhalb unserer Schussdistanz an uns vorbei. Da scheint es schon etwas von Bestimmung zu haben, wenn sich ausgerechnet der stärkste Steinbock der Gruppe mit zwei Begleitern dazu entschließt, in die Richtung von unserem Jäger zu wechseln. Plötzlich wird es unerwartet spannend. Auch diese Möglichkeit nutzt Amon Amon mit einem perfekten Treffer. Wie sich später herausstellen wird, ist dieser Steinbock der drittstärkste der Welt. Und schon wieder stehen wir vor unserer Mitfahrgelegenheit. Dieses Mal chauffiert uns der nette finnische Pilot der Propellermaschine ins Hangai-Gebirge. Die unendlichen magischen Weiten mit ihrer Menschenleere sind charakteristisch für die Mongolei. Das gesamte Team ist voll motiviert und genießt den interessanten Flug. Die Wirtschaft der Mongolei ist vorwiegend agrarisch strukturiert und aufgebaut. Traditionelle Produkte wie Fleisch, Milch, Schaf und Kaschmirwolle sowie Getreide- und Gemüsesorten sind die wichtigsten Wirtschaftselemente dieses Landes. Für uns Jäger ist die Mongolei ein jagdliches Paradies.
Hier erwarten uns höchst spannende Jagden auf Argali und Steinbock in weiten, schier unendlich anmutenden Naturlandschaften. Auf eine etwas holprige Landung folgt eine herzliche Begrüßung. Das Hangai-Gebirge ist erfüllt von einem angenehmen Duft der Kräuter und Gräser. Nur ein kurzer Zwischenstopp soll hier eingelegt werden. Die Zelte sind bereits vorbereitet. So ist es uns möglich, dass wir unsere Stärkung im Schatten zu uns nehmen können, bevor wir schließlich den Steinböcken nachstellen. Wie wichtig der richtige Jagdveranstalter doch ist, speziell bei Jagden, die wie hier mitten im Niemandsland durchgeführt werden, präsentiert uns Josef in der Mongolei wieder einmal eindrucksvoll. So, hinten ist der Flieger, da sind wir gekommen. Alles super vorbereitet. Jetzt bin ich schon gespannt, was uns da noch erwarten wird. Wonderful. Really wonderful. Perfekt. Hallo. Na? Ein Traum. Siehst du? Was Josef ermöglicht? Ja, traumhaft. Hunting Express bei Westfalia Jagdreise. Die Jagdzeit für sämtliche Steinböcke in der Mongolei ist vom 15. Juni bis zum 15. Oktober. Angesetzt werden in etwa 9 bis 10 Reisetage, davon sind ca. 6 Jagdtage. Die Unterkunft findet in Gers oder sogenannten Jurts statt. Die Verpflegung für den gesamten Verlauf der Jagdreise sowie alle Transporte im Jagdgebiet durch ein exzellentes Team mit Jagdführern, Dolmetschern und Fährtenlesern sind inbegriffen. Nicht nur die Kraniche befinden sich auf der Jagd, auch das Team rund um Amon Amon ist bereits auf der Suche nach einem passenden Steinbock. Während die Steinböcke noch schlummern, pirschen wir näher heran. Die atemberaubende Landschaft erinnert uns spontan an die Hangai-Argali-Jagd von Amon Amon vor wenigen Jahren. So gut klettern wie diese prachtvollen Wildschafe werden wir Menschen wohl niemals können. Jedoch sollte ein ambitionierter Jäger nicht wie bei dieser Jagd, sondern wenn die Argali in den Hangai-Gebirgszügen einstehen, dann sollte man sich in diesem schwer begehbaren Gebirge mit sicherem Tritt fortbewegen können. Doch nun wieder schnell zurück zu unserer Steinbockjagd. Da der Wind ungünstig weht, müssen wir die Gruppe noch einmal umschlagen, um in eine akzeptable Schussposition gelangen zu können. Zwischendurch noch ein Appell für Interessenten. Westfalia Jagdreisen und ihre Partner garantieren ihnen wildreiche Gebiete mit riesigen Rudeln von Argali und Steinböcken. Dies alles trägt sich in atemberaubender Kulisse zu. Buchen auch sie ihre erfolgsversprechende Jagd. Damit liegt ein unvergessliches Jagderlebnis vor ihnen. Verschwenden sie also keine Zeit und beginnen sie noch heute mit der Planung ihrer Jagd. Das Team und das Netzwerk rund um Josef steht ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen, um auch Ihnen Ihre Traumjagd ermöglichen zu können.
Mit einem gezielten Schuss kann unser Jäger trotz der wechselnden Windbedingungen den Hangai-Steinbock erlegen. Um den Steinbock-Hattrick in der Mongolei zu vervollständigen, fehlt unserem Meisterschützen nur noch der Gobi-Steinbock. Ob Amon Amon dieses Meisterstück tatsächlich gelingen wird? Doch im Moment ist nur dieser starke Bock für uns von Interesse. Ja, jetzt von oben geht hier runter und in der Mitte vom Berg geht er hoch. Nein, in der Mitte dreht er sich. Das muss man beim Schuss natürlich immer berücksichtigen. Ja. Nur knapp 4 Stunden Flug landen wir in der Wüste Gobi. Untergebracht werden wir auch hier in einer Ghär. Die aus Segeltuch, Filz und Holz erbauten Zelte werden für die Dauer der Jagd unser Zuhause sein. Um die Zelte so warm wie möglich zu halten, ist der Eingang der Ghär relativ klein konstruiert. Das Innere ist mit einem Holzboden ausgelegt und mit einem kleinen Ofen sowie Teppichen, Decken und Polstern ausgestattet. Alles in allem eine einfache, aber äußerst gemütliche Unterkunft. Hier kann man sich nach einem anstrengenden und aufregenden Jagdtag bestens erholen und die täglichen Jagderlebnisse verarbeiten. Nach einer sehr kurzen Nacht in der Wüste Gobi beginnt der heutige Jagdtag zeitig um 3.30 Uhr morgens. Wir benötigen noch etwa 1 Stunde Fahrtzeit, bis wir in einem Gebiet ankommen, in dem ein guter Bestand der Golden Gazelle vorherrscht. Tuxo und sein Team arbeiten exzellent und zuverlässig. Sie sind ständig auf der Suche nach dem momentan gesuchten Wild.
Heute klappt es leider nicht mit dem Abschuss einer Golden Gazelle. Deshalb fahren wir zurück zu unserem Schlafplatz. Morgen früh versuchen wir dann zuerst unser Glück auf den kleinsten Steinbock der Welt und anschließend auf das Gobi Argali. Dieses Argali ovis amon darwini stellt sicherlich eine der seltensten Schaftrophäen überhaupt dar. Die Jagdzeit ist vom 1. Juli bis zum 30. September, wie bei allen Wildschafen in der Mongolei. Nun konzentrieren wir uns aber voll und ganz auf den Gobi-Steinbock. Unser Jäger ist bereits in Schussposition und wartet nur noch auf den richtigen Moment. Mit einer Meisterleistung kann es der Record-Breaking Hunter tatsächlich gewährleisten, einen perfekten Treffer zu landen. Die Treffsicherheit unseres Jägers ist einfach unvorstellbar gut. Egal ob bei der schwierigen Nachsuche oder bei der beschwerlichen Bergung des Wildes, Josef ist beim Team immer mit dabei. In der linken Hand die Drohne und in der rechten Hand den Gobi Steinbock. Die mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zeigen sich bei dieser Reise wieder deutlich. Alles ist auf Punkt und Komma perfekt organisiert. Besser hätte dieses Abenteuer wirklich nicht verlaufen können. Mit dieser Trophäe hat Josef unseren Jäger tatsächlich zum Hattrick geführt. Wenn es dem Inhaber von Westfalia Jagdreisen jetzt auch noch gelingt, erfolgreich auf ein Gobi Argali anzuführen, dann sind wir alle mehr als wunschlos glücklich. Es geht schon wieder los. Heute ist der 22. Juli. 6.15 Uhr in der Früh, um 6.30 Uhr fahren wir runter zum Flughafen. Der ist im Hintergrund von mir. Der Flieger landet dort in der Wiese. Und dann fliegen wir ungefähr 1,5 bis 2 Stunden ins Gobi-Argali-Gebiet und von dort geht es dann weiter mit dem Auto, auch noch einmal ungefähr 1,5 bis 2 Stunden und dann werden wir unser Glück versuchen. Da die Wüste Gobi keine zusammenhängende Wüste ist, sondern sich aus mehreren hunderten kleinen Wüsten zusammensetzt, ist es nur kurz vor Beginn der Jagd möglich, die genaue Region, in der auf das Gobi-Argali gejagt wird, zu bestimmen. Meist halten sich diese beeindruckenden Wildschafe jedoch an jenen Hängen auf, welche früher kleine Bergketten darstellten und mit der Zeit durch Wind und Sand zu kleinen Hängen geschrumpft sind. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, dass für eine Jagd auf das Gobi Argali oft längere Autofahrten durch teils unwegsames Gelände vonnöten sind, um diese Wildart in den unendlichen Weiten der Gobi-Wüste zu finden und erfolgreich anzupirschen. Doch wir können auch sagen, diese Anstrengungen sind es auf jeden Fall wert. Wir sind sehr gespannt, welche Eindrücke wir in dieser Wüste noch erleben dürfen. Thank you.
This is horse dung and also special dried grass which we take from the sacred mountain, and when we burn it we offer it to the god of the mountain, god of the sky. Okay. To give us good luck. Perfect. Thank you. Thank you. Wieder einmal kommen wir an eine kleine Geländekante, als plötzlich ein Rudel mit Gobi Argali gegenüber von uns auftaucht. Die Gruppe hat uns bereits eräugt. Wird unser Jäger auch bei dieser Jagd seine Nerven unter Beweis stellen können, um den richtigen Argali aus der Gruppe auszuwählen und einen Schuss anzutragen? Oder verschwinden die Wildschafe doch wieder in den Weiten der Wüste Gobi? Die Spannung steigt. Mit einem exakt gezielten Schuss gelingt es dem Record-Breaking-Hunter, den stärksten Gobi Argali aus dem Rudel zu erlegen. Ein kräftiges Weidmannsheil ist abschließend gelungen. Diese drei beeindruckenden Wildschafe, das besonders selten vorkommende Gobi Argali, das gewichtigste und größte Altai Argali sowie das ausschließlich im Hangai-Gebirge beheimatete Hangai Argali kommen fast ausschließlich in der Mongolei vor. Lediglich das massigste Wildschaf, das Altai Argali, kommt auch noch im teils russischen Altai-Gebirge vor. Unser Abenteuer in der Mongolei endet mit diesem kapitalen Gobi Argali. So könnte auch Ihre Jagdreise aussehen. Lassen Sie sich dieses Abenteuer auf keinen Fall entgehen. Mit der perfekten Organisation führen wir Sie zum sicheren Jagderfolg. Westfalia Jagdreisen macht es möglich.